Herr Peters, Sie arbeiten im Ausländeramt. Sie haben bestimmt auch schon einige Erfahrungen gemacht. Ja, leider. Immer wieder. Wir haben natürlich konfliktträchtige Situationen und auch müssen Entscheidungen treffen, die auch den Bürgerinnen und Bürgern nicht immer gut gefallen. Und natürlich auch bedingt immer durch die vielen krisenhaften Situationen der letzten Jahre lange Wartezeiten. Und das führt leider immer wieder dazu, dass es zu großem Unmut kommt und auch immer bis hin zu Beleidigungen und solchen Situationen. Also leider inzwischen trauriger Alltag auch bei uns in der Ausländerbehörde. Ja, das ist in der Tat so. Man merkt immer mehr, dass Bevölkerungsgruppen das Vertrauen in staatliche Institutionen verloren haben, beziehungsweise das in Zweifel ziehen. Insbesondere bei rettungsdienstlichen Einsätzen kommt es zu Verkehrsbehinderungen beziehungsweise zu Behinderungen von Einsätzen im Straßenverkehrsraum beziehungsweise aber auch Androhung von Gewalt bei der Notfallversorgung von Patienten durch Familienangehörige bis hin zu vermehrt alkoholisierten Patienten bei Großveranstaltungen, die dann letztendlich auch wiederum Einfluss nehmen auf diejenigen, die dann helfen wollen, aber dann dort dann auch Gewalt erleben beziehungsweise dann unter Druck geraten.